Okay. So, wenn du jetzt deine Coins auf Exodus hast, vergiss Binance, okay? Du hast deine Coins auf Exodus und möchtest hier Euro dafür haben. Gehst du oben rechts auf Sell Crypto? Gibst Bitcoin ein, klickst an auf das grüne Sell. So, dann wählst du aus, dass du nicht Dollar haben willst, sondern Euro. So, und da gibst du ein den Charge Amount bei in dem zweiten. Da gibst du den Betrag ein, den du hast. Und dann Okay. sagt er dir, wie viel du nachher in Euro da umgewandelt bekommst. Und dann scrollst du runter. Dann sagst du Sell und dann eröffnet sich der QR-Code und an den, beziehungsweise nachher an die Wallet-Adresse, sendest du den Betrag. Also ich gebe jetzt einfach mal wahllos was ein. Ich sage jetzt mal 0,04 als Beispiel. Okay, genau. Dann klick mal ins nächste Feld, dort wo Euro steht, wo der Amount to be credited steht. Jawohl. Reinklicken. So, dafür würdest du jetzt bekommen 1056,57 €. Ja. Jetzt klick auf Sell. Und jetzt siehst du den QR-Code, dann den korrekten Amount und auch die Wallet-Adresse. Entweder du fotografierst den QR-Code mit deinem Handy ab von Exodus oder gibst die Wallet-Adresse rein und sendest den Betrag. Und der wird dir dann entsprechend gutgeschrieben. Dafür hast du 15 Minuten Zeit. Und wenn du das gemacht hast von deiner Exodus Wallet, sagst du hier, I have paid. Dann kommt ein rotes Kästchen und sagt, hey, wir haben die Zahlung auch nicht erhalten. Kein Problem, einfach warten oder kannst du auch schließen, spielt keine Rolle. Das läuft im Hintergrund. Nach 20 Minuten ungefähr hast du dein Geld da. Okay. Du brauchst Binance nicht. Du brauchst Binance nur, wenn du Bitcoin kaufen möchtest und noch keine anderen Kaufoptionen hast. Dann eröffnen die ADV Cash für dich ein Binance-Konto. Aber rückwärts brauchst du es nicht. Das heißt, alles, was ich habe, könnte ich ohne weiteres zu Exodus schicken Ja. und dann von Exodus von meinem eigenen Wallet aus mir meine Coins dorthin senden und ich bekomme sie dann in Euro auf mein Eurokonto Ja, ausgezahlt. das ist gerade im Umgang mit Börsen sinnvoller, weil wir nicht wissen, wie lange braucht die Börse, um auszuzahlen, weil du hast ja nur 15 Minuten. Und bei Börsen, das hast du nicht in der Hand. Bei dort, wo du deinen Private Key hast, deine eigene echte originale Wallet, die schnubbelt das raus. Das ist kein Thema. Und das kannst du, hier kannst du wie Go Back auf der linken Seite, ist so links von deiner Maus oben ist Go Back, ganz klein, genau. Du kannst das mit Bitcoin machen, du kannst das mit Ethereum machen, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, also du kannst eine ganze Menge von Coins direkt verkaufen. Wow, wusste ich gar nicht, dass man tatsächlich ADV Cash so einsetzen kann. Schon interessant, sehr interessant. Ja, vor allem du hast dann dort eben die Mastercard und ja, die haben schon ordentlich Gebühren, aber es ist ein Weg, der funktioniert. Wie hoch sind die Gebühren? Ich glaube, die haben, wenn du von deinem Konto hier auf die Mastercard sendest, ich glaube 2,5%. Das ist schon.